Stellen Sie sich einmal vor, man könnte Zeitreisen unternehmen. Wir vom offenen Kanal würden dann in das Jahr 868 abtauchen, um bei der urkundlichen Erwähnung von Schifferstadt dabei zu sein. Was sich im Laufe der 1150-jährigen Geschichte von Schifferstadt zugetragen haben könnte, das bleibt unserer Fantasie überlassen. Wie es allerdings im Mittelalter gewesen sein könnte, das zeigen uns Kurt Haug und Wolfgang Schuch. Das Schifferstadter Rathaus aus dem 16. Jahrhundert bot die passende Kulisse für das Stadtjubiläum, das am 1. Augustwochenende mit einem Mittelaltermarkt gefeiert wurde. Bürgermeisterin Ilona Volk konnte ich an einem schattigen Platz führen und befragte sie zur Geschichte der Gemeinde am Rehbach. Das Jubiläum haben wir natürlich gefeiert, denn 1150 Jahre, das ist ein Zeitraum, worauf wir natürlich hier in Schifferstadt besonders stolz sind. Und nicht nur wir hier in Schifferstadt freuen uns, sondern wir gedenken damit vor allen Dingen auch den Menschen, die unsere Stadt so hervorragend entwickelt haben. Und hier möchten wir einfach auch an unsere Vorfahren denken und an alle, die in diesem Prozess beteiligt waren. Jetzt 1150 Jahre Schifferstadt, die Gegend wurde aber schon viel länger besiedelt. Ja, das stimmt. Die Gegend wurde schon viel länger besiedelt. Das zeigt ja auch unser goldener Hut. Ja, also der stammt ja aus der Bronzezeit. Aber im Jahre über 3000 Jahre, ne? Ja, aber die Stadt Schifferstadt, die wurde eben im Jahre 868 erstmalig urkundlich erwähnt. Und das nehmen wir natürlich zum Anlass, heute unser fantastisches 1150-jähriges Jubiläum zu feiern. Schifferstadt hieß es damals, ne? Und die Schifferstädter haben ein Schiff in ihrem Wappen, aber Schifferstadt lag nie am Rhein und auch nie am Rehbach. Am Rehbach liegt es schon, aber der war nicht schiffbar. Das ist richtig. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also gerade in der Historie wird ja auch sehr viel drüber geschrieben oder wurde schon viel drüber geschrieben und wir referieren auch sehr viel darüber. Aber nichtdestotrotz hat unsere Stadt jetzt diesen wunderschönen Namen Schifferstadt. Ja, was waren denn so besondere Ereignisse in der Geschichte? Das Stadtjubiläum, also dass Schifferstadt Stadt ist, das liegt ja nicht ganz so lange zurück. Stimmt. Und als weiteres besonderes Ereignis möchte ich auch unser altes Rathaus noch mal nennen, das im Jahre 1558 gebaut wurde. Denn da haben ja auch schon im Jahr 2008 wir 450 Jahre altes Rathaus feiern dürfen. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass man diese Feste gebührend auch festhält. Es gab viel hier zu bestaunen geben. In der Sonne ließ es sich an diesem Wochenende kaum aushalten, es sei denn, man stieg in den Badezuber und ließ sich vom Wirt ein kühles Bier servieren. So lässt sich auch bei diesem warmen Wetter genießen, der Mittelaltermarkt. Ja, recht hat Bürgermeisterin Volk, wenn sie betont. Denn höret, liebe Leute, Markttag sind auch Badetag. Gott zum Gruße! Zum Wohl! Der König braucht noch eins! Der König! Der König! Ich bin sehr beeindruckt. Ja. Ja, das kennt er vom Opa. Ja, du. Das Gott zum Großen, edler König. Dann trinkt ihr Das finstere Mittelalter war im historischen Rathaus aufgebaut. Vielfältige Folterinstrumente, alles Nachbauten, waren ausgestellt. Und zu Demonstrationszwecken erbarmte sich Rettichkönig Lukas I. für den Pranger. Nix wie wieder an die frische Luft. Doch zurück zu den angenehmen Seiten des Mittelalters und des Marktes. Und das war sicher die Schenke und die Musik, die Gruppe Halitus Experimentis mit lauten Dudelsäcken vortrug. All die Holz!
euren Talern. Bringt es unter die Leute! Oh ja! Ja, ist auch richtig viel Arbeit, das alles aufzubauen und wieder einzuräumen. Das ist jetzt aus Peru? Das ist aus Peru, genau. Ja, ist es jetzt mehr zum Räuchern oder auf der Fleisch, Fisch und so weiter? Haben Sie auch sowas? Nee. Mein Volk, die Becher hebt und leeret sie aus und feiert ein Fest in Saus und Braus. Jubel! Eine Münzerei? Nicht nur über ein Wochenende, das wäre die Lösung. So sieht der Rohling aus. Es sind Zinn, Kaiserzinn, sehr reines Zinn, relativ weich. Jetzt nicht erschrecken, Vorsicht. Und raus kommt ein frisch geprägter. So, der Stadthaushalt der Stadt Schieberstadt saniert. Soeben erledigt, jawohl, mit einer Prägung. Ja, so eine Münzprägemaschine, das wäre was Feines. Das Heimatmuseum unter Schülern schon immer Pflichtprogramm. Aber auch für Zugezogene bietet es jede Menge interessante Themen und Geschichten rund um unser Schifferstadt. Wir haben uns das Heimatmuseum mal angeschaut und einen Blick hineinriskiert. Schifferstadt beging am Wochenende vom 3. bis zum 5. August sein Stadtjubiläum. 1150 Jahre Schifferstadt. Auf welches Ereignis bezieht sich nun dieses Datum? Museumsleiter Gerhard Zellinger erläutert knapp. Das Datum 1868 beruht auf einem Vertrag, der abgeschlossen wurde zwischen dem Bischof Gebhard und Speyer. Doch besiedelt ist die Gegend in der Rheinebene am Rehbach schon viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende früher. Nur nicht urkundlich erwähnt. Auf alle Fälle siedelten Kelten und hinterließen einen seltsamen Goldtut. Er wurde in einem Acker gefunden und wird nun im Historischen Museum der Pfalz aufbewahrt. Im Rathaus wird nur eine Vitrine mit einer 1:1-Kopie ausgestellt. Und der Heimatverein hat vor ein paar Jahren ein viel größeres Exemplar gebaut, sogar auf Rollen. Auf den Goldenen Hut wird im Heimatmuseum nur mit Abbildungen und Schrifttafeln verwiesen. Das keltische Fundstück wird ja im Historischen Museum der Pfalz aufbewahrt. Die Karte, die uns Zellinger hier präsentiert, also, zeigt das keltische Siedlungsgebiet am Rhein. Vom Rhein war also vor 100.000 Jahren. In den Vitrinen befinden sich außerdem alte Landkarten über die Ausdehnung des Ortes in der napoleonischen Zeit, aber auch das ist lange her. Dann kam der Bau der Eisenbahnlinie und auf dieses neue Verkehrsmittel setzten die Schifferstadter im 19. Jahrhundert ihre Hoffnungen. Und zwar 1930 kam es zur Abtrennung von diesem Stück, weil sich eine eigene Gemeinde gebildet hat in Limburger Hof. Ja, und das hatte ich auch nicht gewusst, dass nämlich Limburger Hof einmal zur Schifferstadt gehört hat. Es sind Dokumente der evangelischen und katholischen Kirchen im Heimatmuseum und Bilder der Schifferstadter Synagoge, die, wie vielerorts, Opfer der Flammen in der Reichspogromnacht 1938 wurde. Das Leben im 19. Jahrhundert ist Schwerpunkt des Heimatmuseums. Wie das Alltagsleben der Menschen in dieser Epoche ausgesehen hat, das wird in einigen Räumen dokumentiert. Küche, Wohn- und Schlafzimmer, aber auch der bäuerliche Alltag, mit Ackergeräten und Werkstätten. Das kleine Heimatmuseum
Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und damit kommen wir schon zum Ende dieser Sendung. Ich verabschiede mich von Ihnen mit ein paar Impressionen vom Fest der Kulturen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal beim Magazin Mai Schifferstadt. Vielen Dank fürs Zuschauen.